Hallo Freunde der Bäckerei Holste. Ich grüße euch. Ich sitze hier gerade so schön in unserem Café und ich wollte mal etwas ganz brandaktuelles bekannt geben. Extra für unsere Fans der Bäckerei Holste. Brandaktuell deswegen, weil wir vor einer Woche gerade mal, Dienstag vor einer Woche, hier die Prüfung hatten vom Institut SGS Fresenius. Dem einen oder anderen ist das vielleicht ein Begriff. Dieses Institut macht großen Stil Prüfungen, Zertifizierungen von Unternehmen. Und wir als Naturpur-Verein haben uns dazu entschieden, mit diesem Institut zusammenzuarbeiten. Warum? Weil wir nicht nur erzählen, dass wir Naturpur sind, sondern wir machen es auch. Und wir möchten von externer Stelle das abgesegnet haben und geprüft haben. Und das ist sowas Besonderes, weil es das so in der Form eigentlich nicht gibt. Und wir als Naturpurbäcker deutschlandweit, ich sag mal, das ist ein Novum in unserer Branche. Und dass die Bäcker sich da so in die Karten schauen lassen. Denn es ist ja nicht nur so, dass man bestimmte Verarbeitungen und so weiter öffentlicht, sondern auch Rezepte, Rohstoffe überprüfen lässt. Für jeden Rohstoff brauchen wir eine Spezifikation. Es gibt etliche Sachen, die wir einhalten müssen, zum Beispiel in der Hygiene. Die wird mit überwacht. Das ist zwar generell sowieso immer ein Thema, auch was vom Gesundheitsamt überwacht wird, aber das Institut Fresenius würde zum Beispiel ihren Namen nicht hergeben, wenn die Hygiene nicht deren Vorstellung entspricht. Und daher ist es nochmal ein gutes Mittel, von anderer Stelle auch nochmal die Hygiene kontrollieren zu lassen. Das nur nebenbei. Aber das Coole ist, und wir sind natürlich mega stolz, unsere ganzen Leute sind super stolz, weil wir es geschafft haben, letzte Woche eben die erste externe Prüfung zu überstehen. Und nur mal, dass ihr mal eine Vorstellung davon habt, wie sowas abläuft. Ich habe hier so ein Prüfschema. Das kann man nur ganz grob lesen. Da stehen so ein paar K.O.s drauf, wenn ihr mal guckt. Und das heißt, wenn bestimmte Parameter nicht eingehalten werden, dann gibt es ein K.O. K.O. zum Beispiel bei bestimmten Rohstoffen, wenn die nicht vorliegen und so weiter. Also die Spezifikationen nicht vorliegen, wenn wir Rohstoffe verwenden würden, die wir nicht verwenden dürfen. Wenn wir die verwenden, trotzdem, dann würde es ein K.O.-Kriterium sein und so weiter. Im Rohstoffbereich zum Beispiel gibt es da eine Menge Sachen, die wir einhalten müssen. Ich habe das mal nur mal so ganz grob. Ne, so klar, Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe, das sind logische, einfach relativ einfache Sachen, aber selbst solche Sachen wie modifizierte Stärken, die wir heute in fast allen Lebensmitteln finden, wenn ihr mal auf die Packungen guckt im Supermarkt, verwenden wir gar nicht. Keine zugekauften TK-Teiglinge, keine vorgefertigten also Backmischungen oder sowas, sowieso schon mal gar nicht, aber eben auch keine Farbstoffe, keine Emulgatoren, die chemisch-synthetisch hergestellt werden. Und bei uns, bei Holste zusätzlich, wir setzen auch keine technischen Enzyme ein. Bei uns heißt es wirklich, wir sind so naturpur, wie es für uns nur irgendwie geht. Ja, in diesem Sinne, wir freuen uns, dass ihr uns immer so zahlreich unterstützt und dass ihr dabei seid. Und es gibt sicherlich demnächst noch wieder mehr Infos. Und ja, wir freuen uns auf euch und unsere Mitarbeiter sind ganz stolz, dass wir das jetzt geschafft haben. In diesem Sinne, alles Gute, danke, tschüss.